Hallo liebe Radfreunde, hinter mir könnt ihr das Kloster Lüne sehen. Ich stehe nämlich in Lüneburg am 15. Juni und ich starte von hier aus meine diesjährige Sommerradeltour. Warum denn nicht? In Lüneburg fängt nämlich der Mecklenburgische Seenradweg an. Ich habe kein Bikeline, werde mich aber versuchen, überwiegend nach den Ausschilderungen zu richten und habe eine knappe Woche Zeit und will in dieser Zeit ganz entschleunigt, ganz frei, vielleicht auch ganz wild, auf jeden Fall ganz entspannt radeln. Und aus diesem Ganzen, was ich eben gesagt habe, ergibt sich zwangsweise der Titel meiner diesjährigen Radtour. Bevor es jetzt aber richtig losgeht, eine kurze Wegbeschreibung. Der Mecklenburgische Seenradweg startet in Lüneburg und endet in dem Ort Wolgast auf Usedom. Die Gesamtlänge beträgt rund 640 Kilometer. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass der Radweg am Anfang ein Stück an der Elbe lang führt und dass später relativ mittig die Müritzregion durchquert wird. Lüneburg ist eine richtig schöne Stadt. Ganz, ganz toll und lohnt mit Sicherheit mehr als nur den Start auf einer Fahrradtour. Das habe ich mir schon mal in meinem Hinterkopf als kleines Lesezeichen vorgemerkt. Jetzt muss ich allerdings anfangen, mal ein paar Kilometer zu machen, damit ich überhaupt körperlich vorwärts bewege. Und möchte an dieser Stelle aber ein Lob an eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn mal loswerden. Ich bin mit einem IC hierher gefahren und habe schlicht und ergreifend vergessen, wirklich vergessen, mir eine Platzreservierung für mein Fahrrad zu organisieren. Habe aber alles regulär bezahlt ansonsten. Und die Dame war total nett und hat gesagt, ich darf im Zug drinnen bleiben, obwohl für mich eigentlich gar kein Platz mehr war. Also für mich war Platz, aber nicht mehr für mein Fahrrad. So kann es auch gehen. Und das bei der Deutschen Bahn. Also nicht immer nur meckern, auch mal loben. Jetzt geht's aber los. Schöne Landschaft hier, schön. Wir sind jetzt für ein kurzes Stück durch Erbsdorf gefahren und radeln jetzt Richtung Scharnebeck. 2 Kilometer. Na, für Sie auch. Wie ich eben erfahren habe, stehen wir. Nicht wir, sondern ich oder ich mit euch. Jetzt am Elbe-Seitenkanal. Naja, in Richtung Elbe geht es ja auch. Insoweit macht das für mich alles Sinn. Temperaturen wunderbar. Yes. Yes. Aus Scharnebeck sind wir übrigens gerade rausgefahren. Rülsdorf haben wir verlassen und jetzt geht's in 2 Kilometern nach Boltersen. Hinterm Ortsausgang von Boltersen eine Farbenpracht hinter mir. Unglaublich schön.
Ja, Boltersen haben wir auch schon verlassen. Schönes kleines Dorf und absolut klasse zu fahren. Also bisher wird meine Erwartung vollstens erfüllt. Ganz einsam. Hier wäre ich jetzt fast vorbeigefahren. Das ist ein Buckelgräberfeld, so nennt sich das hier in Boltersen. Und zwar soll das hier der Uhlenberg sein und hier sollen ganz viele, na, ich drücke das mal auf meine eigene Art aus, ganz viele Langobarden verscharrt worden sein. Die sind dann im 5. Jahrhundert gen Italien gewandert und was haben sie nicht mitgenommen? Ihre alten Gräber. Ja, die Langobarden. Nicht, dass ich jetzt irgendwas erkennen kann hier, aber wahrscheinlich können Archäologen oder ähnliche Forscher hier locker was entdecken. Ich kann immerhin dieses Windrad da hinten sehen. So, haben wir das also auch. Die Langobarden in Boltersen. Jetzt fahren wir nach Bleckede rein. Das ist wohl die Gemeinde, schätze ich. Ansonsten fährt man viel an Feldern vorbei. Viel Spargelbewirtschaftung, Erdbeeren habe ich gesehen. Getreide wächst hier, Raps. Also natürlich Bauernland. Das ganze Land in Bauernhand. Gibt Schlimmeres. Wir sind jetzt unterwegs nicht nur auf dem Seenradweg, sondern auch auf der Lüneburger Elbetour und auf dem Lüneburger Gesundheit Heideradweg. Und schwupp sind wir wieder von der Straße weg und fahren den zweiten Moorweg lang. Also ich bin wirklich begeistert, was es hier für schöne Häuser gibt. Toll! Ich mag persönlich diese Art Haus sowieso sehr gerne. Niedersachsenhaus, toll. Ach so, der Radweg, ja, super. Richtig klasse. Traumhaft schön. Super, super, super. Ah. Also ich bin seit 4 Uhr zugange und ich gestehe, wenn jetzt ein Bäcker kommt, dann ist der Kuchen bei dem Bäcker vor mir nicht sicher. Ich glaube, jetzt haben wir es so ungefähr 2:30. 45 Kilometer habe ich. Es läuft, es läuft. Aber Kuchen wäre schon schön jetzt. Das da vorne dürfte der eigentliche Ort Bleckede sein. Und der hat doch bestimmt einen Bäcker für mich. Bleckede ist nicht nur sehr schön anzusehen und hat einen tollen Bäcker, sondern auch eine schöne Kirsche, wie der Berliner sagt. Nein, also diese Mischung aus Backstein und Fachwerk kommt immer klasse aus.
Ja, da geht einem doch das Herz ein bisschen auf, oder? Oder liegt es an dem Zucker, den ich gerade in mir habe? Könnte auch sein. Nein, nein, das sieht wirklich sehr schön aus hier. Aber jetzt geht's weiter, definitiv Richtung Elbe. Jetzt sind wir auf dem Elberadweg und zwar richtig an der Elbe dran, die übergesetzt haben wir und ja, es ist ein wunderschönes Panorama, ich liebe das. Schön ist das hier in Stiepelse. Keine Ahnung, warum ich Esel so niedlich finde. Ich möchte auch gar nicht darüber nachdenken. Ist das niedlich hier? Leute, ist das schön. Na, da war ja alle dabei. Hund, Schaf und Storch. Ist ja fast die Bremer Stadtmusikanten mit dem Esel vorneweg. Oh Mann. Ich muss mich fast zum Film so ein bisschen zwingen. Ich hänge so meinen Gedanken nach. Und ich hatte gerade so einen Gedanken, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich hatte, aus dem Nichts kam eben gerade so dieser Gedanke, ich bin frei. Das hört sich fast lächerlich an, oder? Bin ja sonst nicht gefangen, aber das war wirklich meine Assoziation eben. Absolute Freiheit. Ich kann so lange fahren, wie ich will. Ich muss mich mit niemandem abstimmen. Es hat was. Dazu kommt natürlich dieses grandiose Wetter. Da kommt man schon mal auf seltsame Gedanken. Wunderschön. Der Werbeaufdruck am Auto heißt Linz Ostershop. Naja, ein bisschen außer Zeit gefallen, aber hier wird von der Deich-Oase Frische für die Beine verkauft. Gehen Sie an den Kühlschrank, öffnen Sie die Tür, spülen Sie die kühle Brise, nehmen Sie sich ein Getränk oder einen Snack Ihrer Wahl, fühlen Sie die Frische, werfen Sie das Geld in die Spardose, öffnen Sie die Flasche oder den Snack. Genießen Sie die Frische. Ich werde zumindest mal gucken. Gut, da sind nur Sachen, die ich sowieso nicht brauche. Abgesehen davon habe ich die Spardose auch nicht gefunden. Aber eine nette Idee. Vertrauen gegen Vertrauen. Wir fahren jetzt auf dem Seenradweg weiter Richtung Hitzacker und Neudachau. Neudachau sind noch 2,5 Kilometer. Also hier sehen so viele Gebäude so einladend aus, das ist einfach toll.
Ich bin jetzt so ein bisschen ab vom Weg, aber das ist auch völlig okay. Der führt so ein bisschen näher an diesen Ort ran. Also ein Häuschen sieht hier hübscher aus als das andere. Richtig, richtig schön. Es tut mir übrigens jetzt bereits leid, dass das Wort schön, wunderschön, zauberisch, inflationär vielleicht verwandt wird. Schon in den ersten Minuten dieses Videos. Ich kann nichts dafür. Vielleicht habe ich einen begrenzten Wortschatz. bitte einfach durch andere Adjektive ersetzen. Nebenbei, dieser Ort hat einen Namen, der seiner eigentlich nicht würdig ist oder den man missverstehen kann, der heißt nämlich Popelau. Okay. So, hier bei Darchau, jetzt kommen die Autos von der Fähre. Hier bei Darchau verlasse ich jetzt den Elberadweg und jetzt zieht es mich ins Landesinnere. Jetzt kommen wir in den Ort Haarl. Was das für mich komische ist, wir haben jetzt noch 2 Kilometer bis Neuhaus an der Elbe. Ich habe jetzt vor dem geistigen Auge, dass wir von der Elbe eigentlich weggefahren sind. Aber vielleicht sind das irgendwelche Nebenarme oder so. Ich habe jetzt die Verlaufsrichtung der Elbe nicht so genau im Schädel. Jetzt sind wir in Neuhaus an der Elbe. So, wo sind die Hinweisschilder? Wir müssen dort lang. Aus Neuhaus an der Elbe bin ich schon wieder rausgefahren. Das ist nur ein ganz kurzer Moment gewesen. Jetzt auf einem straßenbegleitenden Radweg, der allerdings sehr schlecht ist. Jetzt habe ich vergessen, wie der nächste Ort heißt. Aber es waren 4 Kilometer. Liefer ich nach. Stapel. Stapel heißt der Ort, in dem wir jetzt schon sind. Ja, und hier stapelt sich nur eins. Das sind die Baumaschinen. Hier wird nämlich die Straßendecke gemacht. Aber nicht der Radweg. Hier rausche ich dahin. So, ein kurzer Zwischenstand. Jetzt ist es 16 Uhr. 75 Kilometer habe ich, etwas mehr. Und ja, es rollt ganz hervorragend. Und das ist einfach schön. Pyramidonal, fantastisch, unglaublich, super. Ach, nehmt doch, was ihr wollt. Das ist die Kirche, Kirchengemeinde St. Marien steht's dran. Der nächste Ort heißt Zeetzen, den wir in, wenn ich es richtig gelesen habe, 4 Kilometern erreichen. Ja, man kommt so von einem Örtchen ins andere. Jetzt bin ich etwas vom Treck abgewichen, weil ich bei dem Ort Stapel hätte abbiegen müssen. Das habe ich nicht gesehen. Jetzt fahre ich einfach querfeldein ein Stückchen wieder Richtung, ja, Elbe wahrscheinlich oder Elbe-Ausläufer. Na, wenn man dann mit solchen Bildern belohnt wird für sein Missgeschick, dann kann ich doch damit leben. Schön. Krass. Keine Ahnung, ob ich da jetzt auf den eigentlichen Track raufkomme. Das kann ich nicht sehen, aber ich versuch's einfach. Ja,
das hier, also der Weg hat jetzt geendet. Man kann wohl weiterlaufen hier. Aber hier werde ich definitiv nicht mit dem Fahrrad weiterfahren. Das ist hier Grünlandgebiet um den großen und kleinen See. Und das mache ich nicht. Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue. Das sieht so schön aus. Die Natur lassen wir mal schön in Ruhe hier. Auf jeden Fall ein Verfahren, was sich gelohnt hat. Ich habe schon gesehen, es gibt hier noch eine Straße, die mich dann auch wieder auf den ursprünglichen Weg führt. Dauert halt ein klein bisschen länger. Bis zu dem Ort Privelak sind es noch 4 Kilometer. 4 Kilometer scheint so die magische Grenze zu sein, die magische Distanz. Und dann bin ich wieder auf dem ursprünglichen Track, auf der ursprünglichen Route. Und jetzt geht es eben auf Asphalt mit Autobeteiligung, ein paar Kilometerchen. Und das sieht so aus und das kann man wunderbar aushalten. Na, da habe ich es jetzt wieder geschafft. Jetzt bin ich oben wieder auf dem Elbdeich. Und zwar bei Prislak, kurz vor Prislak ist der Ort, glaube ich. Nicht verkehrt. Übrigens fahren wir jetzt wieder auf dem Elberadweg. Den hatten wir ja vorhin verlassen. Jetzt fahren wir wieder drauf. Interessanten Leuten und hier dieser Teil gehörte der schon immer zu Niedersachsen. So, jetzt ist 5:30 mit der Fähre übergesetzt und hier kriege ich wohl was zu trinken in dem Ort. Und um sechs fährt die letzte Fähre. So, der coolste Fährmann ever hat mich zum zweiten Mal übergesetzt, wieder auf die Seite, von der ich gekommen bin. Nochmals vielen Dank. Ich bin die letzte Fuhre gewesen, sozusagen das letzte. Und habe die letzte Fähre erwischt. Und mir wurde allseits bestätigt, dass ich auf der einsameren Seite unterwegs bin. Meine Wasservorräte sind aufgefüllt. Ich kann mich so ein ganz klein wenig abspülen und radeln noch. Jetzt ist 18 Uhr. Knapp 100 Kilometer habe ich jetzt runter, glaube ich. Jedenfalls ist auch egal. Und ja, ich freue mich. Das ist so ein tolles Wetter, Leute. Ja, da fährt mein Fährmann. Der nächste Ort in 2 Kilometern ist Strachau. Das ist ja toll. Das ist Wahnsinn, oder? Ich will mir irgendwas suchen, wo vielleicht jetzt nicht unmittelbar Häuser in der Nähe stehen. Da finde ich bestimmt was. So Leute, bis Dömitz sind es noch 14 Kilometer. Dömitz ist wohl einer der größeren Orte auf dieser Strecke. Und wenn das stimmt, was der eine Herr mir gesagt hat, mein Fährmann beginnt ab Dömitz wohl in Mecklenburg-Vorpommern. Das habe ich überhaupt nicht im Blick. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Jetzt ist es 6:30. Und von den Kilometern her bin ich mit mir sehr im Reinen. 105 Kilometer oder so. Ja, das reicht locker aus. Sehr schön. Und ich habe immer noch den Ehrgeiz, hier einen schönen Zeltplatz an der Elbe zu finden und werde mich auch, egal ob das ungesund ist oder nicht, in der Elbe auch immer abspülen.
Und ich denke, dass ich hier was finden könnte. Das soll also der Platz für die Nacht werden. Bin mal alles ein bisschen abgelaufen. Da hinten sieht es vielleicht ein bisschen schöner aus, ist aber alles eben, uneben. Und hier habe ich es einigermaßen eben. Deswegen packe ich mein Zelt hier hin. Wenn die Sonne morgen früh aufgehen sollte und ich noch nicht los bin, dann kommt sie auch relativ schnell zum Zelt. Versteckt ist es nicht, weil wer auf dem Deich langläuft, der kann mich sehen. Aber das ist bei so gut wie jedem Platz, den ich hier habe. Ich will auch nicht so nah an die Schafe da hinten rangehen. Erstens stinken die und zweitens gibt es die Hüterhunde. Alles gut. Ich baue jetzt das Zelt auf. Dann wage ich das Experimentierbad Elbe. Ich bin mal gespannt, ob ich sauberer rauskomme, als ich reingehe. Und dann wird Abendbrot gemacht. So, das Gemäuer steht fast und jetzt werde ich mir mal einen Radler zu Gemüte führen. Ich bin der Meinung, das habe ich mir verdient. Dieses edle Gesöff heißt Neumarkter Lamsbräu. Ist mir sowas von egal, was da drauf steht. Sie ist verdammt klein, diese Flasche. Aber es war das einzige Radler, was es gab. Auf euch! Ja, also ich habe dieses komische Elbbad überlebt. Es war kein Blutbad, ein Elbbad. Und jetzt mache ich mich auf über die Nudeln her. Ich habe so einen unglaublichen Hunger, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also nur weil man auf Fahrradtour ist, muss man ja nicht leben wie ein Hund. Trotzdem erspare ich euch, mir beim Essen zuzugucken. Aber ich zeige euch einfach mal meinen kleinen Ausblick, den ich hier habe an der Elbe. Und jetzt mümmel ich ganz gemütlich meine Nudeln. Yes, liebe Radfreunde, für mich geht ein wunderschöner erster Tag meiner planlosen, wilden und freien Tour zu Ende. Hätte was besser laufen können? Nö, für mich ist das sehr fantastisch gelaufen alles. Ich will gar nicht alles wiederkäuen. War ein richtig klasse Tag für mich. Ich hoffe, ich konnte ein paar Bilder einfangen, ein paar schöne Bilder einfangen. Ich hoffe sehr, dass meine erste Speicherkarte nicht den Geist aufgegeben hat. Die hat vorhin so ein bisschen rumgemuckt. Sei es wie es sei, ich kann es ja auch nicht ändern. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mitnehmen in dieses Lockere und Freie. Und ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Wenn es ansatzweise so viel war wie bei mir, dann müsst ihr einen richtig guten Videotag gehabt haben. Macht's gut, schönen Abend für euch. Würde mich freuen, wenn er... Nee, nicht ich würde. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Genau. Und macht's gut, Leute. Bleibt geschmeidig. Tschüss.